Liebe rechtssuchende Bevölkerung, hier spricht wieder Ihr Rechtsanwalt Magister Gerold Beneder. Wir haben den 3.7.2021. Wir haben seit ein paar Tagen die zweite Covid-19-Öffnungsverordnung mit einigen kleinen Erleichterungen, einigen kosmetischen Bestimmungen, dass das tägliche Leben in Österreich und in Wien ein bisschen leichter macht. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass die Gastronomie Indoor und Outdoor nicht mehr Masken tragen muss, wenn sie wahrscheinlich getestet sind. Also ein bisschen eine Erleichterung für die Leute, die arbeiten müssen bei 30 Grad oder 25 Grad in der Sonne. Wunderbar. Aber Wien ist anders. Wir haben eine weitere Verordnung bekommen, und zwar ab dem 1.7.2021, die Wiener Covid-19-Öffnungsbegleitverordnung. Und da ist es alles noch ein bisschen schärfer geregelt, und zwar so scharf wie noch nie, nämlich die Schnelltests. Ich habe da einen da liegen, die sind nicht mehr zulässig. Es geht nur mehr der PCR-Test und der überwachte Test, der halt entsprechend ein bisschen vom Aufwand größer ist. Und die zweite Neuerung, die spannend ist in dieser Wiener Verordnung, ist, dass sie sich auch schon die 6- und 7- und 8-jährigen und älteren Kinderchen testen lassen müssen. Was heißt das in der Realität? Wenn ich daher mit meinen Kindern, 6 und 7 Jahre, einen Apfelsaft trinken möchte in der Gastronomie oder vielleicht ein Schnitzel oder noch ein paar Pommes frites dazu, muss ich vorher mich testen lassen und die Kinderchen dazu. Fragt man sich, was das für einen Sinn hat bei einer Positivtestzahl derzeit österreichweit von 5 in 7 Tagen bei 100.000 Einwohnern. Also schätze mal, dass 2 pro 10.000 Getesteten einen positiven Test haben. Und Sie wissen ja, ein positiver Test heißt noch nicht, dass man infektiös ist oder krank wird oder erheblich krank wird. Daher frage ich mich, was das für einen Sinn hat. Ich halte das wieder für eine Erschwernis für die schon gebeutelte Wirtschaft, für die Gastronomie, wenn da nur die Leute kommen können, zum Beispiel mit den Kinderchen, wenn alle da getestet worden sind. Ich nehme daher an, das wird wieder Folgen haben für die Umsätze in der Gastronomie, die 6, 7 Monate zugesperrt gewesen sind. Und wenn sich ein Elternteil oder ein Gastronom durch diese neue Wiener Verordnung Beschwerde erachten sollte, kann er sich gerne an mich wenden oder an die Rechtsanwälte für Grundrechte oder jeden anderen Rechtsanwalt in Österreich, um eben diese Verordnung beim Verfassungsgerichtshof anzufechten. Ich halte sie für verfassungswidrig, weil eben nicht ausreichend Evidenz basiert. Ich wünsche noch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder Neuigkeiten gibt. Auf Wiedersehen.